Wie man es wahrscheinlich schon mitbekommen hat, hat Höcke das Duell haushoch gewonnen. Dabei hatte er nicht nur Vogt gegen sich, sondern auch die Moderatoren und Faktenchecker. Ja gut, das sind auch keine wirklichen Gegner. Wobei man während des Duells dann gemerkt hat, dass die Moderatoren eigentlich ziemlich zurückhaltend waren. Aber nicht nur das, sondern ich hatte auch bei der Moderatorin den Eindruck, dass sie auch gewisse Sympathien für Höcke hatte. Herr Kollege Vogt, ich muss direkt darauf antworten. Ja. Es brennt jetzt einfach. Das komplette Duell ist leider bei Welt.de hinter der Paywall. Deswegen kann ich hier nur das zeigen, was Welt eben auf YouTube veröffentlicht hat, aber das hat es im Prinzip auch schon in sich. Und schon alleine das Auftreten der beiden spricht Bände. Höcke, der steht offen da, gestikuliert offen und wirkt selbstbewusst, wohingegen Vogt sich an sein Pult klammert, Notizen da hat und die ganze Zeit dumm in der Gegend rumgrinst. Ja, und inhaltlich ist es, wie man es wahrscheinlich schon mitbekommen hat, noch viel katastrophaler für Vogt. Der versucht die ganze Zeit mit diesem 0815 Politgelaber da anzukommen und über die Probleme hinwegzutäuschen, die seine Partei verursacht hat, als wären die jetzt einfach schon da. Aber eben das lässt Höcke ihm nicht durchgehen. Leistung muss sich in diesem Land wieder lohnen. Und das setzt eben auch voraus, wenn wir das tun, dann haben wir mehr Steuereinnahmekraft und durch dieses Wachstum wird das genau aufgenommen, was wir auch tatsächlich wollen. Herr Kollege Vogt, ich muss direkt darauf antworten. Es brennt jetzt einfach auf meiner Zunge, in Anführungszeichen. Kollege Vogt, das war wieder dieser typische Konrad-Adenauer-Stiftungs-Sound. Dieses Aneinanderreihen von Worthülsen und von Phrasen. Sie, sehr geehrter Kollege Vogt, Ihre Partei, die CDU, ist mit Abstand die längste Regierungspartei im Bund und auch in Thüringen. Warum haben wir denn diese fast weltweit einzige Abgaben- und Steuerbelastung? Weil Sie in den letzten Jahrzehnten versagt haben. Und vor jeder Wahl versprechen Sie den Wählern das Blaue vom Himmel. Das glaubt Ihnen doch keiner mehr. Das nimmt Ihnen doch keiner mehr ab. Und ich glaube, die Art und Weise, wie Sie gerade hier vorgetragen haben, ist eine Ursache für die Politikverdrossenheit im Land. Sie haben das Land mit Ihrer Migrationspolitik an den Rande des Kollaps geführt. Und jetzt, nachdem Sie das Kind in den Brunnen geworfen haben, beginnen Sie das Wasser abzuschöpfen und Symptompolitik zu machen. Das glaubt Ihnen doch kein Mensch mehr. Ein absolutes Highlight ist auch, dass nach dieser ganzen Korrektivpropagandanummer, nach diesen ganzen Demos, die es da überall gab, ganz offen über Remigration gesprochen wurde. So als wäre das schon seit Jahren stinknormales Thema. Und fragen Sie mal die Leute, ob der Zustand dieses Landes ein guter ist. Mit einem Begriff, den Herr Höcke vorhin schon mehrfach aufgeworfen hat, der in den vergangenen Wochen auch für bundesweite Diskussionen und teilweise auch für Proteste bundesweit gesorgt hat, nämlich Remigration. Die Frage geht an Sie beide. Was verbinden Sie konkret mit dem Begriff Remigration? Herr Vogt. Also ich kann mit dem Begriff nichts anfangen. Das ist eine absolut menschenunwürdige Vorstellung. Ich will, dass Deutsche sich hier sicher fühlen und dass sie nicht unter der AfD zwangsausgewiesen werden können. Ich habe jetzt nicht von Deportation gesprochen. Herr Höcke, was bedeutet der Begriff Remigration für Sie ganz konkret? Eventuell ist ja ein Redeabgleich und Austausch zwischen uns beiden. Herr Vogt, ich freue mich, dass Sie sich meine Rede angehört haben, aber anscheinend haben Sie diese Passage nicht verstanden und ich will Ihnen das nochmal erklären. Und auch da hat Vogt komplett versagt, weil er dann mit der Bezahlkarte ankam, so als große Errungenschaft der CDU, um darüber hinwegzutäuschen, dass seine Partei diese ganzen Migrationsprobleme im Land erst erzeugt hat. Und wir haben das konkret in Thüringen umgesetzt. Und ich will Ihnen zwei Beispiele dafür nennen. Das erste ist, eine Landrätin in Thüringen hat als erste in Deutschland die Bezahlkarte eingeführt, weil sie gesagt hat, wir wollen nicht, dass deutsches Geld ins Ausland fließt, sondern wir wollen klarstellen, dass das Geld sachgerecht eingewendet wird. Und das zweite ist, ein Landrat der CDU in Thüringen hat durchgesetzt, dass die Arbeitsverpflichtung in Gemeinschaftsunterkünften stattfindet. Das heißt, für das Geld, für das man was bekommt, müssen auch Flüchtlinge arbeiten. Das ist eine Frage von Gerechtigkeit. Aber fairerweise muss man sagen, dass Höcke hier an dieser Stelle auch ziemlich geschwächelt hat. Dann ging es nämlich um die Millionen Migranten, die irgendwann remigriert werden sollen. Und da hat er das dann so argumentiert, dass das ja über einen Zeitraum in den nächsten Jahren passiert und deswegen sind es eben Millionen. Naja, das haben Sie indirekt gesagt, indem Sie und Ihre Parteikollegen von millionenfacher Remigration sprechen. Und nach unserem Kenntnisstand liegt die Gesamtzahl der Ausländer ohne jeden Aufenthaltstitel gerade bei 500.000. Also wie kommen Sie auf Millionen? Erklären Sie uns das. Also die millionenfache Remigration ist ein Faktum über die Jahre. Sie müssen ja das Ganze im Jahresverlauf sehen. Das heißt 5, 10, 20 Jahre. Wir haben ja jetzt schon einen
eine Zuwanderung und eine Abwanderung über mehrere hunderttausend Menschen. Dabei reicht ein Blick in die Vergangenheit aus, beziehungsweise in die aktuelle Gegenwart, um auf Millionen Migranten zu kommen, die eben wieder in ihre Heimat gehen müssen. Dazu zählen nämlich 127.000 illegale Migranten, 244.000 subsidiär Schutzbedürftige, alleine 2023 circa 1 Million kriminelle Migranten und dann noch die Kriegsflüchtlinge aus Syrien, die auch irgendwann mal wieder in ihre Heimat sollten. Ein weiterer Punkt, wo er dann etwas geschwächelt hat, war ein Zitat aus seinem Buch über die SPD-Politikerin Aydan Özoğuz, die der Moderator nicht mal richtig aussprechen konnte. Ich möchte jetzt eine Antwort auf die Frage. Bleiben Sie dabei, dass Frau Özoğuz in Deutschland nichts verloren hat, wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben? Ist eine ganz klare Frage. Ich müsste die Passage selbst nochmal. Ich kann sie Ihnen nochmal vorlesen gerne. Soll ich sie nochmal vorlesen? Also es nützt mir nichts, wenn Sie etwas auf Ihrer Moderationskarte stehen haben. Ich müsste dann im Originaltext dann mal nachlesen. Konkret ging es dann um Folgendes, was Aydan Özoğuz mal gesagt hat. Eine spezifisch deutsche Kultur ist, jenseits der Sprache, schlicht nicht zu identifizieren. Ja, und an der Stelle hätte einfach sowas fragen können, wie, was will diese Politikerin in einem Land, dessen Kultur sie nicht mal anerkennt? Also generell, auch wenn nicht alles glatt lief, ich konnte ja aber auch nicht alle Highlights zeigen, klarer Punktsieg für Höcke, der damit eben auch seine Dämonisierung durchbrechen konnte. So, und zu guter Letzt noch der Hinweis, nächste Woche wird Maximilian Krah live um 16 Uhr zu Gast bei The One and Only Thilo Jung sein und das wird auf jeden Fall nicht ohne. Thilo Jung wird auf jeden Fall gut vorbereitet sein und deswegen sollte man sich das auf jeden Fall vormerken.